Es ist doch fast acht. Viertel vor acht. Aber Sie haben es wohl wieder mal eilig. Möchten Sie noch etwas haben? Nein, danke. Ich muss doch noch abrechnen und das dauert so seine Zeit. Holt er Sie wieder ab? Mich holt niemand ab. Na, das haben wir längst bemerkt, dass da jeden Abend jemand auf Sie wartet. Wo? Ein Wagen ohne Licht. Ein Verehrer, den man nicht sehen soll. Ach, da haben Sie sich verguckt. Wohin fahren Sie denn da immer noch? Nirgendwohin. Besten Dank. Ich weiß nämlich, wo die hinfährt. Wo die Anita hinfährt? Mhm. Ich hab mal gesehen, wie sie einstieg in den Wagen, das Licht an und abging. Ist der Kerl, der muss eine Heidenangst haben. Wer denn, dass man ihn sieht? So, bitte. Wenn ich dann auch gleich kassieren dürfte. Warum kassieren Sie denn schon? Ist doch gleich Schluss. Sind doch noch gut 10 Minuten. Ich hatte ja dieselbe Richtung, da sah ich, wie Sie abbogen. In der Forst liegt jetzt doch gesperrt. Nicht für Liebespaare. Ach so. Wussten Sie das nicht, dass das auf dem Platz war? Für Liebespaare? Keine Ahnung. Da hat aber jemand noch einen sehr schönen Feierabend vor sich. Den Mann, den könnte man beneiden, das stimmt. Ich muss gehen. Warten Sie, ich gehe mit. Stimmt so. Danke. Darf ich Sie nicht mal einladen? Sie wissen doch, dass ich keine Zeit habe. Na, heute Abend zum Beispiel? Nein. Wir würden ins Kino gehen. Kino interessiert mich nicht. Oder sonst was? Sonst was interessiert mich erst recht nicht. Bitte? Guten Tag, Frau Müller. Gute Nacht, Herr Müller. Ach so, ja, ich möchte noch kurz die Geräte. Welche Sorte? Ja, die erste, ja. Filmkaffee Mehringer? Das ist sicher für mich. Da ist wieder jemand, der sich nicht richtig meldet. Danke. Hallo, Anita? Warum kann der Mann nicht sagen, ich möchte Anita sprechen? Ja, was ist denn? Soll man seine Stimme nicht erkennen? Ja, ist gut. Sie hat irgendeinen Kerl, stimmt das? Ja. Immer um diese Zeit ruft er an und verabredet sich mit ihr. Aber er meldet sich nicht am Telefon. Doch. Aber ich habe das Gefühl, er verstellt seine Stimme. Und Anita sagt nicht, wer es ist? Nein. Aber irgendwo draußen wartet er mit dem Wagen, bis sie rauskommt. Und fährt mit ihr in den Wald. Wissen Sie das auch schon? Amour hat mir erzählt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich beneide den Mann, der mit Anita in den Wald fahren darf. So? Tun Sie das? Aber unsereiner hat auch wohl keine Chancen mehr. Also, schönen Abend noch. Und wo ist denn Ihren Mann? Ist er schon nach Hause? Ja, guten Nacht, Amour. Dann jetzt gehen? Können Sie es nicht mehr erwarten? Oder ist noch was zu tun? Nein, es ist nichts mehr zu tun. Gute Nacht, Frau Mehringer. Gute Nacht. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen nicht auf mich warten. Ja, vielleicht haben Sie doch mal für mich Zeit. Nein. Geben Sie es doch endlich auf. Das ist schon gut. Na, und jetzt habe ich es eilig. Ja, das sehe ich. Schon wieder im Lokal war? Na klar. Zuerst habe ich gedacht, er sieht mich. Und er wohl seine Gedanken wieder gehabt hat. Küss mich. Nein, nicht hier. Die fragen doch schon andauernd, mit wem ich mich treffe. Na, steig doch endlich ein. Ja, mach Weißt du, was dein Vater heute zu mir gesagt hat? Na?
Wir wissen schon längst, dass da jeden Abend jemand auf Sie wartet. Na und? Lass ihr doch. Du, sag mal, fährt uns da nicht ein Wagen nach? Wieso? Da ist mit uns zusammen ein Wagen losgefahren. Ach, das bildest du dir ein. Bei dem Verkehr ist immer einer hinter einem. Wahrscheinlich der Typ, der mit mir ins Kino wollte. Na und? Lass ihn doch. Du, der ist immer noch hinter uns. Der verfolgt uns. Der soll ruhig kommen, dem werde ich schon was erzählen. Außerdem biegt er gerade ab. Na, beruhigt? Vielleicht hat er nur das Licht ausgemacht. Klar, manche Mädchen mögen eben kein Licht. Du meinst... Ich meine, dass wir nicht das einzige Paar sind, das abends auf die Idee kommt, in den Wald zu fahren. Ganz recht. So, alle Verfolger abgeschüttet. Mach den Motor aus. Na, hörst du noch was? Nein, nichts mehr. Siehst du noch was? Nein. Seit wann hast du denn so viel Angst? Hm? Küss mich. Was soll das? Machen Sie das Licht aus! Los, mach den Motor und fahr los! Komm, nein, nicht aussteigen! Ich habe mir doch gesagt, Sie sollen das Licht ausmachen! Wir brauchen keine Zuschauer! Ach, Gott! Oh! Hilfe! Hilfe! Moment, ich ruf ihn. Robert? Ja? Das Kacke 1A? Ach, natürlich. Hast du Bereitschaftsdienst heute? Nein, eigentlich nicht. Ich hab was vor. Eines? Ja? Ja? Wo ist das? Warte, ich schreib's mir auf. Und stellt jemanden an die Straße. Ich zieh nur noch die Jacke an. Ende. Was ist passiert? Ein Liebespaar Mörder hat einen jungen Mann erschossen vor einer halben Stunde. Nein. Doch. Was hast du denn? Liegen bei Auflagen unter 60.000. Ich kann mich an deinen Beruf nicht gewöhnen. Aber das verlangt doch auch niemand, Mutter. Wenn Erwin anruft, ich bin schon unterwegs. Weil du nur Negatives erlebst. Die Wirklichkeit, Mutter, nur die Wirklichkeit. Wisch dich wenigstens erst ab. Was? Ach, hier. Oh ja, danke. 4,50 Meter. Drei Meter zehn. Das war die innere Spur. Ja. 2 Meter. 2 Meter. Ja, tut mir leid, Erwin. Ich habe mir den Abend auch anders vorgestellt. Ah, macht nichts. Mich haben Sie aus dem Kino geholt. Krimi. Nee, war eine Liebesgeschichte. Hier hast du beides. Also, der Täter ist auf den Wagen losgegangen, hat die beiden mit einer Taschenlampe geblendet. Das war da drüben. Ja. Daraufhin ist der Junge raus aus dem Wagen, auf den Täter los. Und der hat ihn erschossen. Das Mädchen? Die steht da drüben. Hat die irgendwelche Details gegeben? Sie hat nichts gesehen. Sie kann keine Beschreibung geben vom Täter. Sie war geblendet. Hm. Der Täter hat er irgendwas gesagt? Nichts. Sie kann sich nicht erinnern. Alles also wahnsinnig schnell gegangen. Hm. Ja, sie ist dann hier auf dieser Seite raus und ist weggelaufen. Hat er sie verfolgt? Das kann sie nicht sagen. Sie war wie im Schock. Sie ist gelaufen bis zur Straße und da ist sie beinahe noch vom Auto überfahren worden. Und was können wir hier noch machen? Du, nichts. Die Spuren werden gesichert. Und dann ist ihr Freund raus aus dem Wagen. Und der Mann hat immer noch nichts gesagt. Nein. Er schoss sie gleich.
Er war bestimmt der, der uns verfolgt hat. Was? Wer hat Sie verfolgt? Ich habe einen Wagen hinter uns gesehen, der uns die ganze Zeit nachfuhr. Haben Sie mit meinem Kollegen schon darüber gesprochen? Nein. Wo und wann haben Sie diesen Wagen bemerkt? Ich kam aus dem Café und stieg in den Wagen ein. Wir unterhielten uns noch, bevor wir losfuhren. Dann habe ich ihn gleich gesehen. Wo glauben Sie, diesen Wagen zuletzt bemerkt zu haben? Im Wald. Karl sagte noch, das ist bestimmt auch ein Pärchen. Ach, bitte kommen Sie doch noch mit rein. Ja, natürlich. Ich muss das irgendwie meinem Vater. Ja, ich... König. Wie bitte? Ich heiße König. Klein, ich bin von der Kriminalpolizei. Ihre Tochter... Was ist denn los, Anita? Hier, kommen Sie rein. Ja, danke. Habe ich es nicht gesagt? Habe ich es dir nicht hundertmal gesagt? Sich zu diesen Kerlen ins Auto setzen, mit ihnen loszufahren... Du bist doch kein Kind mehr. Du weißt doch, dass diese Hunde nur auf eins aus sind. Da hat man denn in eurem Alter heutzutage überhaupt keine Selbstachtung mehr. Was? Papa! Nein, nein. Aber ich kenne dich doch. Du bist doch sonst so... Ja, aber Bedienung im Filmcafé... Als ob sie das nötig hätte. Aber vielleicht wird man entdeckt. In einem 30-Pfennig-Roman. Du Kind, du. Na, sehen Sie sich das Mädchen an. Da, dieses Kleid, die Beine. Und wie sie geht, wie sie durch das Lokal geht, sich beim Servieren über die Tische beugt. Haben Sie das schon gesehen? Komm, steh auf und zeig mal, wie das aussieht. Wie armselig das ist, wie würdelos. Aber fragen Sie mal nach, was da los ist in diesem Café. Wie der Umsatz in die Höhe gegangen ist, seit Sie da bedient. Und so. Warum haben Sie es ihr dann erlaubt? Tja. Meine Arme. Meine Kleine. Du bist ja nicht mehr du selbst. Warum hörst du denn nicht auf mich? Warum denn nicht? Man hätte dich doch auch ermorden können. Ich weiß nicht, was ich da gemacht hätte. Sind denn eventuelle Fingerabdrücke abgenommen worden? Ja, aber der Täter hat höchstwahrscheinlich Handschuhe angehabt. Nein, also das gibt nicht viel her. Aber Erwin hat da was Interessantes erzählt. Die Anita König hatte gestern Abend das Gefühl, als sei ihr ein Wagen nachgefahren. Ein Wagen nachgefahren? Ja, sie hat mit ihrem Freund darüber gesprochen. Ja, das Mädchen ist Serviererin in einem Tagescafé. Das sieht so aus, als sei sie die Attraktion in dem Laden gewesen. Ja, kein Wunder bei den Beinen. Dazu trägt sie Fummel aus der guten alten Mini-Zeit. Na, nun krieg dich mal wieder ein, Erwin, sonst lasse ich dich zur Sitte versetzen. Ja, jedenfalls hat sie den Umsatz erheblich belebt, sagt der Vater. Das ist doch wunderbar. Was hat euch sonst noch belebt? Ich meine, außer den Beinen von Fräulein König. Irgendwelche Anhaltspunkte? Also wenn das stimmt, dass denen ein Auto nachgefahren ist, vom Café aus, dann hätten wir, glaube ich, einen Anhaltspunkt. Ja, das ist richtig. Ihr wollt davon ausgehen, dass der Mörder das Mädchen gekannt hat? Ja, und einige Gäste haben gewusst, dass sie öfter abgeholt wird, in einen Wagen steigt und in den Wald fährt. Sehr gut, Erwin. Dann stell du mal fest, was der Vater dazu sagt. Nehmt Walter mit. Und kümmert euch um das Labor. Okay. Guten Morgen, Entschuldigung, ich habe den Bus versäumt. Soll ich Kaffee machen? Nein, Rehwein, also das ist nur wirklich jetzt zu spät. Erwin schwärmt gerade von Beinen, die ganz außerordentlich sein sollen und die ebenfalls Kaffee servieren. Zu spät, Rehwein. Womit natürlich nichts gegen dein Kaffee gesagt sein soll, oder? Nein, durchaus. Das ist sie. Erwin hat nicht zu viel versprochen. Das Publikum soll hauptsächlich aus Männern bestehen.
selbstverständlich. Fräulein König. Ja. Haben Sie einen Moment Zeit, wir hätten Sie gern gesprochen. Ja, natürlich. Nur schnell Bescheid sagen. Herr Mehringer! Ja? Was ist? Da ist die Polizei. Biete den Herrn Platz an. Ja. Vor! Die Polizei ist da. Kümmerst du dich drum? Ja. Bitte, ja. Guten Tag, die Herren. Mehringer ist mein Name. Herr Mehringer, können wir uns ein paar Minuten mit Fräulein König unterhalten? Ja, selbstverständlich. Hier oder darf ich Ihnen mein Büro zur Verfügung stellen? Nein, lieber hier. Bitte. Komm, setz dich hin. Danke. Ein Kaffee vielleicht oder ein Bier? Für mich ein Kaffee. Für mich bitte auch. Ja. Agnes. Von König. Ja. Zwei Kaffee und für Anita ein Cognac. Ein Cognac? Will sie denn haben? Nein, den kriegt sie von mir. Ist doch völlig fertig, siehst du das nicht? Zittert doch schon wieder. Kommissar, entschuldigen Sie, stört es Sie, wenn ich mich im Moment dazusetze? Ja, nein, nicht im geringsten. Ja. Das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Wir waren alle völlig erschlagen. Natürlich waren wir froh, dass Anita nichts passiert ist. Ja, der Kerl hat ja sofort losgeschossen, sagt sie. Sie haben den Täter nicht gesehen, sagen Sie. Bleiben Sie dabei? Ich meine, Sie sind jetzt ruhiger geworden. Sie haben eine Nacht darüber geschlafen. Ist Ihnen vielleicht doch noch etwas eingefallen? Nein. Der hat Sie ja voll geblendet. Sieht man doch nichts. Sieht man doch überhaupt nichts. Und der Mann hat nicht geredet? Nein. Was ungewöhnlich ist. Meistens reden diese Leute gleich los, weil sie ja in größter Erregung sind. Bitte? Mein König ist... Ja, das ist meine Frau. Der Kaffee dauert noch ein bisschen. Die Maschine ist noch nicht heiß. Komm, hier, trink den Cognac. Der wird dir gut. Wir müssen unbedingt über den Wagen sprechen, der Ihnen nachgefahren ist, ja? Ja. Was? Dir ist ein Wagen nachgefahren gestern Abend? Davon weiß ich ja gar nichts. Ja, ich hatte den Eindruck, ich kann das natürlich nicht beschwören. Können wir mal hinaus auf die Straße gehen? Ich hätte mir gerne den Parkplatz angeschaut. Geht das? Bitte, bitte hier rausgehen. Kurt, wo bist du denn hin? Auf dem Parkplatz, die wollen nachsehen, wo die Wagen gestanden haben. Du kannst jetzt nicht weg. Schau doch mal auf die Uhr. Anita sagt, ihr ist gestern ein Wagen nachgefahren. Na und? Das hat sie mir heute Morgen schon gesagt. Agnes, verstehst du nicht, was das bedeutet, wenn hier von hier aus ein Wagen nachgefahren ist? Was bedeutet das denn? Dass der Mörder Anita kennt, dass er womöglich hier verkehrt. Da bin ich ganz sicher. Da bist du ganz sicher? Das ist doch nur logisch. Als mir Anita das heute Morgen sagte, war mir sofort klar. Der Mörder kann nur hier gesucht werden. Und wo hat der Wagen gestanden? Können Sie uns das zeigen? Nein, das weiß ich nicht. Da Sie, gehört das Filmcafé zu den Studios? Nein, Herr Mehringer hat es nur gepachtet, aber mittags kommen immer viele Filmleute zum Essen. Herr Kommissar, haben Sie was festgestellt? Ja. Nur, dass der Wagen, der den beiden nachgefahren ist, hier ganz in der Nähe geparkt hat. Vielleicht 50 Meter von hier entfernt. Was für Wagen stehen denn da gewöhnlich? Von den Gästen. Gegenüber ist ein Institut. Jeder, der einen Parkplatz sucht, der stellt sich ihm dahin. Sie sind ein sehr hübsches Mädchen, Fräulein König. Werden Sie oft belästigt oder bedrängt von den Gästen? Wie meinen Sie hier? Hier im Café? Ja. Belästigt, das kann man aber auch wieder nicht sagen. Gott, anquatschen, ja, das tut sich jeder mal. So nichts Besonderes, meinen Sie das? Sie hat also eine Menge Verehrer hier. Ja, das hat sie. Ich bin auch einer von Ihnen. Na ja, sieht doch jeder gern mal ein hübsches junges Mädchen, ja? Ich habe eine Frage gestellt. Ja. Also, Anita, bist du jemals von einem unserer Gäste belästigt worden? Nein. Oder ist dir irgendjemand besonders unangenehm gewesen? Nein, das kann ich nicht sagen. Na also, wäre ja wohl auch noch schöner gewesen. Na, dumm quatschen kann doch jeder mal. Aber es war doch alles mehr freundschaftlich, oder? Hast du das hier anders gesehen? Nein, Herr Mehringer. Wie war denn die Situation gestern Abend hier? Situation? Ja, welche Gäste waren hier? Ja, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ich selbst war ja gar nicht hier. Welche Uhrzeit meinen Sie denn? Als hier zugemacht wurde. Nein, nein, da war ich weg. Ich war ja schon um 7:30 bin ich aus dem Haus gegangen. Wie viele Gäste waren denn noch hier? Nicht so sehr viele.
Können Sie uns sagen, wer da war? Aber würden Sie uns vielleicht die Namen aufschreiben, soweit Sie sich daran erinnern? Kann ich mal ein Stück Papier haben, bitte? Ja, bitte. Welche Tische waren denn noch besetzt? Ja, der hier vorne und da hinten saß Herr Korte. Was fragen die denn? Das ist völlig verrückt geworden. Wollen Sie die Namen der Leute aufschreiben, die gestern Abend hier waren? Das würde ich auch tun. So, das heißt, das würde ich auch tun. Na, die Namen aufschreiben. Ich stelle dir vor, die haben gefragt, ob Anita bei uns belästigt worden ist. Na, das ist hier. Von dir beispielsweise. Was? Du lauerst ihr doch auf, wo du nur kannst. Die traut sich ja nicht mal mehr in die Küche, wenn sie weiß, dass du hier allein bist. Bist du verrückt? Wie kannst du sowas behaupten? Du fasst sie doch bei jeder Gelegenheit an. Aber entschuldige das. So schließt sie alles noch rein freundschaftlich. Aha. Bring das an den Tisch. Bitte, kommen Sie, Herr Kommissar. Ja, schon. Nehmen Sie Platz. Danke. Entschuldigen Sie mich, ich bin entsetzlich hilflos. Ich kann kaum einen klaren Gedanken fassen. Wir haben unseren einzigen Sohn verloren. Und verlieren ihn auf diese Weise. Haben Sie auch Fragen an meine Frau? Sie hat sich hingelegt, sie ist völlig verstört. Wir wollen Sie nicht lange belästigen. Wir untersuchen nur die Möglichkeit, ob der Mörder Fräulein König kannte. Wenn er sie kannte, was wie gesagt nur eine Annahme, eine Möglichkeit ist, dann könnte er sie vom Café her kennen, in dem sie tätig ist. Einer der Gäste? Das könnte ich durchaus sehen. Da gibt es Leute, die in Frage kämen. Ich habe doch selber gesehen, wie sie alle herumsaßen, keinen Blick von den Mädchen gelassen haben. Das könnte durchaus sein. Sehr gut. Eine sehr gute Idee. Hat man gewusst, dass sich Fräulein König nach Dienstschluss mit jemandem trifft? Natürlich hat man das gewusst. Sie trifft sich irgendwo auf der Straße, da steht ein Auto ohne Licht. Das wusste man, das war allgemein. Kannten Sie das Auto nicht? Nein, es war mir nicht wichtig. Und ich wusste auch nicht, dass es sich dabei um meinen Sohn gehandelt hat. Das wusste ich nicht. Ich habe selber noch gestern Abend in diesem Café gesessen mit einem Bekannten, Herrn Moore. Und wir sprachen darüber, dass die Bedienung schon ganz aufgeregt sei. Eine Viertelstunde vor Schluss wollte sie schon kassieren. Wer ist dieser Moore? Ein Geschäftsmann, hat einen Eisenbahnhandel. Der hat mich doch in dieses Café erst mitgenommen. Du musst dir das ansehen, hat er gesagt. Die haben da ein Mädchen als Bedienung, hat er gesagt. Also, da fällst du um. Die hat Beine, die hören überhaupt nie auf. Das heißt, man sieht, wo sie aufhören, wenn sie sich nämlich bückt, hat er gesagt. Und alle waren neidisch auf den, der diese Beine anfassen durfte. Alle, auch der Moore. Ach, entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie, Herr Kommissar, entschuldigen Sie. Ja. Das ist sehr gut möglich, dass einer der Gäste den beiden nachgefahren ist. Das ist sehr gut möglich. Hier wohnt sie nur mit ihrem Vater. Die Mutter ist tot. Was ist denn der? Tischler? Nein, der ist Holzbildhauer. Mein Kollege Herr Barbert. Guten Tag. Guten Tag. Haben Ihre Ermittlungen schon etwas ergeben? Nein, bis jetzt noch nicht. Die werden auch nichts ergeben. Den Mann finden Sie nicht. Ja, wie denn? Solche Bestien, die tauchen auf im Finstern, schlagen zu und die Finsternis verschlingt sie wieder. Ja, ich versuche zu arbeiten, aber ich kann nicht. Ich denke ununterbrochen daran und spüre, wie mir die Angst aufsteigt. Sie machen hauptsächlich Madonnenfiguren? Ja, seltsam, nicht wahr, in dieser brutalen Zeit. Ja, aber die Nachfrage ist groß. Ist hübsch. Hübsch.
So, so. Naja. Nicht jeder hat einen Sinn dafür. Ich meine, ich bekomme eine Menge Briefe, in denen man besonders den Ausdruck von Entrücktheit lobt. Ist ja auch die Mutter Gottes. Eine Heilige. Sagen Sie, hat das nicht Ähnlichkeit mit Ihrer Tochter? Sieht man das? Ja, ich finde. Ja. Sie haben damit nicht Unrecht. Ich habe meine Tochter gebeten, mir Modell zu stehen. Sie bringt viele Voraussetzungen mit. Gerade für dieses Thema. Nicht nur rein äußere Schönheit, sondern auch die innere, auf die es hier ankommt. Weswegen sind Sie hier? Ja, es ist der Verdacht aufgetaucht, dass der Mörder Ihre Tochter vielleicht gekannt hat. Gekannt hat? Ja, er könnte sie doch von dem Café her kennen, in dem Ihre Tochter bedient. Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Als Mädchen hat sich ja kaum einen Schritt allein bewegen können. Immer war einer hinter ihr her. Hat sie abgefangen, bedrängt, belästigt. Nicht nur die Gäste, auch der Wirt. Herr Mehringer? So oft er Gelegenheit dazu hatte, im Gang, im Lager, wo er sie erwischen konnte. Ich habe sie gebeten, da wegzugehen, zu kündigen. Sie sagte nur, ich passe schon auf, dass ich so wenig wie möglich mit ihm allein bin. Aber schließlich muss sie doch tun, was er will. Was ist denn hier los? Karneval? Ja, nein, das ist nur Kompasserie von den Filmstudios. Guten Tag, Frau König. Danke, Kommissar. Möchten Sie was essen? Nein, nein, danke. Ich möchte nur Herrn Mehringer sprechen. Ist alles besetzt. Würden Sie sich da drüben hinsetzen? Ja, danke schön. Frau Mehringer. Ja? Der Kommissar ist da. Er möchte den Chef sprechen. Kurt, ja. Kommst du mal? Wie lange ist Fräulein König eigentlich bei Ihnen, Herr Mehringer? Halbes Jahr. Das heißt nicht ganz. Etwa 5 Monate. Hat man was erzählt über Anita und mich? Könnte man was erzählen? Ach, Kommissar, Sie wissen doch, Leute quatschen doch nicht. Hat man ein junges, hübsches Mädchen als Bedienung, fangen Sie doch gleich an zu reden. Nicht? Worüber? Dass man was mit ihr hat. Haben Sie was mit ihr? Wollen Sie mich das fragen? Nein, das wollte ich nicht fragen. Ja. Herr Mehringer, Sie haben gestern Abend das Lokal hier um 7:30 verlassen. Darf ich Sie fragen, wohin Sie gegangen sind? Wieso? Ich verlasse fast jeden Abend das Lokal, so gegen 7:30. Geht zum Stammtisch. Der ist hier in einem Restaurant. Treffen sich ein paar Freunde, schon seit Jahren. Naja, damit ist die Frage ja beantwortet. Ja, da haben Sie mir aber ganz schön Schrecken eingejagt, Herr Kommissar. Ja? Na ja, Sie haben doch praktisch nach meinem Alibi gefragt, ne? Ach, na, aber Herr Mehringer, Sie müssen das so sehen. Ich habe eine Frage gestellt, die alle anderen Fragen überflüssig macht. Ach so, ja. Wie hieß das Lokal? Ich meine mit dem Stammtisch. Der Strauß. Strauß? Restaurant Strauß, das ist die dritte Querstraße von hier. Ziemlich großer Kasten. Hotel ist auch dabei. Hm. Ja, kann ich wieder an die Arbeit jetzt? Ja, bitte. Gut. Kurt? Was hat er dich denn gefragt? So, wenn ich gefragt habe, wo ich gestern Abend war. Und was hast du gesagt? Ich habe ihm gesagt, wo ich war. Wo warst du denn? Mein Gott, wo warst du denn? Im Strauß. Warst du? Ja, natürlich bin ich da fast jeden Abend. Gestern Abend warst du da jedenfalls nicht. Ich habe da nämlich angerufen. Und die haben mir gesagt, ihr Mann, der ist nicht da. Ach ja, mit wem hast du gesprochen? Selbstverständlich war ich da. Das habe ich auch gesagt. Ich habe gesagt, mein Mann muss da sein. Mein Mann belügt mich doch nicht. Kann natürlich sein, dass auch der Kommissar nachfragen wird, ob du da warst. Hoffentlich fragt er jemand, der dich gesehen hat. Ich kann mir schon vorstellen.
vorstellen, dass Mehringer der Anita laufend Anträge gemacht hat. Nun wird sie es wahrscheinlich nicht zugeben, weil sie nicht reinreißen will. Dann nehmen wir an, er war hinter ihr, er und seine Frau. Er wird darauf geachtet haben, dass sie nicht erwischt. Ja, möglicherweise spürt sie, dass da irgendwas läuft. Ich habe gehört, dass man sie gestern Abend überfallen hat. Wenn sie mit mir ins Kino gegangen wären, dann wäre ihnen das nicht passiert. Möchten Sie was bestellen? Da ist noch ein Tisch. Zwei Rouladen mit Reis. Zwei Rouladen mit Reis. Wenn Sie wirklich einen Mann suchen, der scharf auf Anita ist, der ist gerade gekommen, sitzt im Lokal. Ich sehe, Sie haben einen Kuchen. Was? Zeigen Sie mir den Mann. Ach so. Hinten am Fenster der Typ mit dem Bart. Kommt jeden Tag um die gleiche Zeit, so gegen sechs. Dann bleibt er bis acht, bis wir schließen. Jeden Abend fragt er sie, darf ich draußen auf Sie warten, Anita? Da steht er draußen und wartet auf Sie, also ich meine nur... Anita hat mir jedenfalls gesagt, vor dem habe ich Angst, der Mehringer. Ich hätte die Schokoladentorte genommen. Der Typ hat einen Bart, lieber Walter. Kümmere dich um ihn. Und vielleicht zahlst du auch unseren Kaffee noch. Komm, Erwin. Ja. Auf Wiedersehen, Herr Mehringer. Wiedersehen, Herr Kommissar. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Anita und ihr Freund haben festgestellt, dass ihnen ein Wagen gefolgt ist, und zwar von hier aus. Du bist selber schuld. Warum ist sie selber schuld? Weil sie in den Wald gefahren ist. Warum tut sie das? Ja, ich habe gehört, dass Sie sich auch für Anita interessiert haben. Ja. Sie haben sie mehrfach eingeladen und haben vor der Tür auf sie gewartet. Ja. Auch gestern Abend? Ich warte immer auf sie, bis sie rauskommt. Ich werde gestern Kino kaufen. Ja, und? Sie ging über die Straße und stieg in einen Wagen. Wussten Sie, dass Anita seit einigen Tagen abgeholt wird? Ja. Wussten Sie auch von wem? Das war ein Bier. Ja, und ein junger Bursche. Wie heißen Sie? Korte. Albert Korte. Und was machen Sie beruflich? Ich arbeite auf dem Bau. Sind Sie mit dem Wagen da, Herr Korte? Ja, natürlich. Waren Sie gestern auch mit dem Wagen hier? Ja. Sind Sie vielleicht den beiden nachgefahren? Nein, gestern nicht. Aber es ist schon vorgekommen, dass Sie den beiden nachgefahren sind. Ja. Ich wollte sehen, wohin Sie fahren. Na und, haben Sie gesehen, wohin die beiden gefahren sind? In den Wald. Darf ich Sie heute Abend nach Hause bringen? Herr Korte! Sie werden doch sicher Angst haben. Und dann sagte er, Sie werden doch sicher Angst haben jetzt. Und was sagte Anita? Sie wollte nicht nach Hause gebracht werden, was den Korte aber nicht zu kümmern schien. Ein ganz sturer Hund, habe ich das Gefühl. Wie spät haben wir es denn? Kurz vor acht. Na ja. Ihr bringt das Mädchen jetzt nach Hause und du, Walter, häng dich an diesen Korte. Ich werde mich um Mehringer kümmern. Ach, Chef? Ja? Darf ich Sie vielleicht noch mal zum Café einladen? Ja, warum nicht? Vier Kaffee, bitte. Steht der Korte wieder und wartet. Und sein Wagen? Der grüne da hinten. Erwin, ihr könnt jetzt das Mädchen abholen. Frau Mehringer, kann ich jetzt gehen? Soll ich Ihnen ein Taxi rufen? Taxi? Wieso? Meinen Sie nicht, dass Sie in Gefahr sind? Guten Abend. Guten Abend. Wir wollen Sie abholen, nach Hause bringen. Sie glauben auch, dass sie in Gefahr ist? Ja. Solange wir den Mörder nicht haben, seine Motive nicht kennen, sind Sie fertig, Fräulein König? Ja. Ja,
Gut, dann gehen wir. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Anita. Hättest du sie nicht gern nach Hause gebracht? Was? Wie kommst du darauf? Früher hättest du dich darum gerissen. Was soll das? Was soll denn dieser Unterton? Wieso? Ich hab doch keinen Unterton. Was ist eigentlich mit dir los, Agnes? Nichts. Sie haben trotzdem auf Sie gewartet? Ja, ich wollte Sie noch mal fragen, ob ich Sie nach Hause bringen darf. Sie wird schon nach Hause gebracht. Ja, das sehe ich. Haben Sie noch was vor oder können wir uns ein bisschen unterhalten? Was? Ich möchte mit Ihnen reden. Du kannst jetzt abschließen. Guten Abend. Machen Sie schon zu? Ja. Darf man trotzdem reinkommen? Ja, bitte. Danke. Ist noch was Besonderes? Oh, kaum der Rede wert. Sie haben eine falsche Aussage gemacht, Herr Mehringer. Ach ja? Ja, Sie haben behauptet, Sie seien gestern Abend im Hotel Strauß gewesen bei Ihrem Stammtisch. Das ist leider nicht richtig. Ja. Wo waren Sie also? Also schön, die Sache war so. Ich wollte ins Hotel Strauß gehen und habe es mir eben anders überlegt. Hatte plötzlich Lust, durch die Straßen zu gehen, ein bisschen frische Luft zu schnappen. Na, ich wollte eben nicht gleich wieder in ein Lokal mich setzen. Hm? Das ist Ihnen so plötzlich eingefallen? Ja, ja, ganz plötzlich. Wie man so schön sagt, von einer Sekunde auf die andere. Ja. Und hat Sie auf diesem Spaziergang jemanden gesehen? Haben Sie einen Zeugen dafür? Ach, muss ich dafür einen Zeugen haben? Ja, es würde Ihnen Schwierigkeiten ersparen. So was für Schwierigkeiten? Moment, Herr Kommissar, glauben Sie vielleicht, dass ich den beiden nachgefahren bin? Ja, Sie haben kein Alibi für diese Zeit, ne? Ach, brauche ich dafür ein Alibi? Warum siehst du mich so an? Ich weiß nicht, wo du gewesen bist. Ich höre auch zum ersten Mal, dass du nachts durch die Straßen gehst. Was soll das heißen, nachts durch die Straßen gehst? Na, das sagst du doch. Und ich sage, mir ist das ganz neu. Jetzt muss ich sie doch noch nach ihren Beziehungen zu Anita König fragen. Was soll das heißen, was für Beziehungen? Keine besondere. Moment, also das kannst du nicht sagen. Wie, was kann ich nicht sagen? Dass du keine Beziehung zu Anita gehabt hast. Der Kommissar wird seine Informationen haben. Er wird wissen, dass du ihr nachgestellt hast. Dass du alles Mögliche versucht hast, dieses Mädchen zu verführen. Das haben viele Leute mitgekriegt, nicht nur ich. Ich natürlich auch. Ich besonders. Du hast dir ja nicht mal Mühe gegeben, das zu verheimlichen. Aber du kannst doch nicht sagen, dass ich... Was kann ich nicht sagen? Ich kann nicht sagen, was ein offenes Geheimnis ist? Vielleicht hat Anita ihren Mann provoziert. Ach, Sie meinen, weil sie so rumläuft? Nein, das war seine Idee. Kurzer Rock und Strümpfe mit dunkler Naht, das hebt den Umsatz, sagt er. Und die Strümpfe kauft er. Berufskleidung nennt er das. Nein. Anita läuft so rum, weil er das so will. Ja, und? Verdient ja auch nicht schlecht dabei. Ja. Ich wollte Anita mal in den Keller schicken. Da sagt sie, schicken Sie mich nicht in den Keller. Ich sag, warum soll ich Sie nicht in den Keller schicken? Weil Ihr Mann gleich hinter mir herkommt und mich nicht in Ruhe lässt. Agnes, weißt du eigentlich, was du da sagst? Was für eine Bedeutung das bekommt, was du da sagst? Was für eine Bedeutung bekommt es? Du bringst mich mit einem Mordfall in Verbindung. Ich? Wie meinst du? Ach so, ja, ich begreife. Man könnte denken, du hast bei dem Mädchen keinen Erfolg gehabt. Und siehst nun, dass sie jeden Abend abgeholt wird von einem anderen. Was deinen Stolz zutiefst verletzt. Du fährst hinter den beiden her und erschießt den Mann, der das erreicht hat, was du gern erreicht hättest. Agnes, willst du mich jetzt Zuchthaus bringen? Aber wieso denn? Du bist doch gestern Abend spazieren gegangen. Nachts durch die Straßen, weil die Luft so schön war. Haben Sie eine Pistole, Herr Mehringer? Was? Eine Pistole? Tja, Sie müssen eine haben, weil Sie einen Waffenschein besitzen. Ja, natürlich. Ist ja zweimal eingebrochen worden. Nicht? Und die Wohnung liegt gleich nebenan. Kann ich die Waffe mal sehen? Ich weiß allerdings nicht, wo ich die habe.
Müsst ihr mal erst suchen. Ach, wenn eingebrochen wird, dann suchen Sie immer erst die Waffe. Was? Ach, natürlich nicht hier im Laden. Die ist in der Wohnung natürlich. Na, gehen wir mal rüber. Ja, ist gut. Ich habe sie unten, Herr Kommissar. Wo könnte Ihr Mann gestern Abend gewesen sein? Das hat er Ihnen doch gesagt. Und wo stellt Ihr Mann seinen Wagen gewöhnlich ab? Vor dem Haus, auf der Straße. Na, hast du sie? Nein! Es tut mir leid, ich kann sie im Moment nicht finden. Ich weiß auch nicht, wo sie sein könnte. Ja, du weißt doch, wir haben sie damals versteckt, wegen der Kinder. Du hast sie versteckt. Wir hatten die Kinder meiner Schwester zu Besuch. Da habe ich zu meinem Mann gesagt, er soll die Waffe verstecken. Ist denn das nun so wichtig, Herr Kommissar? Ja, es ist wichtig. Ich erwarte Sie morgen in meinem Büro. Bis dahin sollten Sie die Waffe finden. Guten Abend. Guten Abend. Ich sehe, du willst mich reinlegen. Nein. Du willst, dass er mich für den Mörder hält, nicht wahr? Warum tust du das? Warum tust du das? Willst du mich schlagen? Das ist nicht nötig. Das ist nicht mehr nötig. Sie haben sie nach Hause gebracht. Sehr gut, sehr gut. Besten Dank. Bitte. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Tun Sie. Weil ich dachte auch schon daran, soll ich Anita nicht abholen, aber es war schon zu spät. Ich bin zu spät auf den Gedanken gekommen. Zieh dir etwas anderes an. Ja, das Essen ist gleich fertig. Da kommen Sie, ja, meine Herren. Und schließlich, wer soll ihr was tun? Der Mörder, der wird heilfroh sein, dass er davongekommen ist. Und außerdem, die Situation ist ja nicht mehr gegeben. Das ist richtig. Und zwar ist nur sicherer. Ja, ja, natürlich. Kommen Sie doch weiter, danke. Meine Herren. Ja, danke. Haben Sie schon Anhaltspunkte? Eine Spur? Was sagt der Mehringer? Er leugnet natürlich, wie sie alles leugnen, diese Kerle. Die Achtung vor dem anderen. Und das Gefühl für Würde, für... Ach, die sind ja so dumpf, so brutal und so blind. Ja, für die gibt es nicht Schönheit. Die Schönheit eines Menschen, an der man sich freut, die man bewundert, die müssen nur haben, nur besitzen. Und indem sie sie besitzen, zerren sie sie in den Dreck. Den Dreck, zu dem sie selber gehören. Oder habe ich Unrecht? Da bitte, dann sagen Sie es mir. Herr König, Ihre Tochter kam doch in letzter Zeit später nach Hause. Hat sie Ihnen gesagt, wo sie da war und mit wem sie ihre Zeit verbracht hat? Das musste sie mir nicht sagen. Das konnte ich mir denken. Was haben Sie sich denn gedacht? Dass sie noch mit irgendeinem dieser Leute loszieht. Na, meine Kleine, wie war denn der heutige Tag? Hat man dich noch mal verhört? Warum beantworten Sie meine Fragen eigentlich nicht? Sind Sie weitergekommen? Die Untersuchungen sind noch im Gange. Dieses verdammte Café. Warum gehst du denn da noch hin? Du wirst dort immer in Gefahr sein. Glaub mir das bitte. Gute Nacht, Wiedersehen. Na, was hast du für einen Eindruck? Ich weiß nicht. Irgendwie komisch, nicht? Ja, der Mann redet die ganze Zeit davon, wie viel Angst er um seine Tochter hat, aber abgeholt hat er sie nicht heute. Hätte doch nahegelegen. Wo er doch so an ihr hängt. Und Leute, die mit seiner Tochter in den Wald fahren, können unmöglich seine Freunde sein. Nee. Ob der ein Auto hat? Du meinst? Ach, der ist doch nicht normal mit seiner Tochter. Er treibt doch einen reinsten Kult mit ihr. Denkt an die Madonnen. Für den ist sie doch eine Heilige. Und jemand treibt's mit ihr auf dem Liegesitz in einem Auto? Ich glaube, wir sollten den mal fragen, wo er war gestern Abend. Das ist eine gute Frage für den Chef. Ich liebe das Mädchen. Aber ich weiß, dass ich warten muss. Schließlich hat sie ein Recht, sich umzusehen. Aber mein Recht ist es, immer wieder zu versuchen, ob ich eine Chance habe. Und wann. Wo waren Sie gestern Abend?
Als ich sah, dass sie abgeholt wurde und in den Wagen stieg, da wusste ich, wohin sie fährt. Und dann haben Sie sich in Ihren Wagen gesetzt? Ja. Und bin nach Hause gefahren. Wofür Sie natürlich keinen Zeugen haben. Nein. Wollten Sie nicht ins Kino gehen? Sagten Sie nicht, Sie hätten Kinokarten? Ja. Hier sind Sie. Sie sind nicht ins Kino gegangen? Nein. Er hat kein Alibi. Ja, das ist richtig. Aber auch das, er hatte Kinokarten. Er hätte leicht eine abreißen können, aber beide sind unversehrt. Er hat sie verfallen lassen. Und er ist nicht in den Wald gefahren? Er sagt nein. Ja, schön, dann könnte es der Vater sein. Der liegt doch vor seiner Tochter auf den Knien. Für den ist sie die Madonna persönlich. Liegt da kein Motiv? Ja, da liegt eins. Wenn der Vater wirklich nicht normal ist. Aber was heißt normal? König ist aufgeregt, hektisch, nervös. Jeder, der seiner Tochter zu nahe tritt, ist sein Feind. Den Eindruck hatte ich jedenfalls. Ich auch. Und er wusste, dass seine Tochter mit jemandem losfährt. Der Gedanke muss ihn verrückt gemacht haben. Was stellst du dir vor? Dass er den beiden nachgefahren ist. Dass er ausgestiegen ist, dass er die Tür aufgerissen hat. Und dass er den Mann erschossen hat, der es gewagt hat, seine Tochter anzufassen. Naja, das ist möglich. Aber wir wollen auch Mehringer nicht vergessen, von dem wir wissen, dass er hinter Anita her war. Um 7:30 hat er das Lokal verlassen. Warum soll er nicht draußen gewartet haben und in seinem Wagen und ist den beiden nachgefahren? Außerdem ist er der Einzige, der eine Pistole besitzt, die er allerdings im Moment nicht finden kann. Ja, ich glaube, wir werden dieses Problem heute nicht mehr lösen. Mach dir jetzt Schluss, ey. Ja, wir gehen nach Haus. Gute Nacht. Gute Nacht. Nacht, Trieber. Bis morgen. Ich dachte schon, Sie wollen hier übernachten. Nein, das hatte ich nicht vor. Geht's nicht vorwärts mit der Sache? Nein. Also, gute Nacht. Ich möchte Sie dann gerne was fragen, Chef. Ja, und? Sie haben heute Morgen eine Bemerkung gemacht über meine Beine und über meinen Kaffee. Ja, und? Und was wollen Sie denn damit sagen? Damit wollte ich sagen, dass du die zweitschönsten Beine von ganz München hast, dafür aber den besten Kaffee von ganz München kochst. Was? Telefon. Oh, pardon. Bürokommissar Keller? Ja, Moment bitte. Jemand möchte Sie sprechen. Ach, nee. Frauenstimme. Herr Keller? Ja, wer sind Sie? Sagen Sie mir Ihren Namen. Hören Sie, wenn Sie eine Aussage machen wollen, dann hat sie gar keinen Wert, oder? Ja, ich habe verstanden. War das wichtig? Ja. Betrifft Sie den Fall? Ja, aber es betrifft nicht den Mörder. Aber vielleicht kann ich was damit anfangen. Ich fahre noch mal in den Strauß. Café Mehringer. Sagen Sie, Sie hatten einen Kaffee, einen Kuchen und ein Bier? Ja. Ja, gut. Wer war denn das? Der Kommissar. Achso, und der fragt, warum ich nicht gekommen bin, hm? Nein, er kommt hier vorbei, gegen 7:30. 7:30? Ja, kurz bevor wir schließen. Wie in einem Vogelkäfig.
Ich sage immer, sie bewegt sich da drin wie in einem Vogelkäfig. Jeder kann sie sehen. Sie muss da raus. Ich ertrag das nicht länger. Guten Abend, Herr Kommissar. Guten Abend, Herr Mehringer. Guten Abend. Guten Abend. Was machen Sie hier, Herr König? Was ist? Erschrecke ich Sie? Werden Sie blass? Sind Sie aufgeregt? Ich sehe, dass Sie aufgeregt sind. Warum? Bekommen Sie Angst? Was soll das, Herr Kommissar? Warum bringen Sie den Mann hierher? Das ist ein öffentliches Lokal, das jeder betreten kann. Ja, am besten wir nehmen Platz. Vielleicht gleich hier. Bitte, kommen Sie, Herr König. Ich möchte etwas trinken. Darf meine Tochter mitbringen? Selbstverständlich. Anita. Warum bist du hierher gekommen, Papa? Willst du mich abholen? Es sind doch noch 20 Minuten. Der Kommissar hat mich hergebracht. Ich weiß nicht, was ich hier soll. Frage ihn. Herr Kommissar. Fragen Sie Ihren Vater, was er trinken will. Also, was willst du trinken? Wo haben Sie vorgestern Abend gesessen? Da drüben. Wo? Herr Kommissar, was wird hier eigentlich gespielt? Wann schließen Sie? In 10 Minuten ungefähr. Wir werden wiederholen, was sich vorgestern Abend hier abgespielt hat. Was? Tja, Herr Mehringer, glauben Sie, dass noch Gäste kommen, oder ist Feierabend? Ist Feierabend. Sie gehen jetzt hinaus, Herr Mehringer. Sie waren ja nicht da. Bitte, wo soll ich hingehen? Ja, warten Sie draußen. Und Sie, Herr Korte, Sie bezahlen gerade. Anita, bitte. Ja, aber... Haben Sie keine Angst, Anita. Seien Sie ganz ruhig. Haben Sie das gesagt? Nein. Ich sagte, ich habe 2 Kinokarten. Wollen Sie mit mir ins Kino gehen? Sie sagte nein. Gehen Sie jetzt hinaus. Mein Hut. Sie gehen weg? Ja, kommen Sie mit. Ich bin neugierig, was Sie mit mir anfangen wollen. Anita, wo ist Ihr Mantel? Ja, dann ziehen Sie ihn. Kommen Sie nicht mit raus? Bitte. Sie kommen also von da und wollten zu Ihrem Wagen. Dann kam Herr Korte auf Sie zu. Kommen Sie, Herr Korte. Was sagten Sie? Ich fragte Sie nochmal, ob Sie nicht Zeit für mich hätte. Sie sagte, ich soll nicht andauernd hier draußen auf Sie warten. Dann ging sie über die Straße und stieg in einen Wagen. Sehr schön. Dann gehen Sie über die Straße und steigen in den Wagen. Kommen Sie, Herr Meter, steigen Sie ein. So, steigen Sie ein. Herr Mehringer, Herr Korte, ich darf Sie auch bitten. Wo fahren Sie denn hin? Mein Wagen steht da drüben. Bleiben Sie im Wagen. Ist dies die Mordstelle hier? Ja, das ist sie. Kennen Sie den Weg hier? Ja. Und Sie? Ich war hier noch nie in meinem Leben. Ach, Frau Mehringer, kommen Sie doch bitte mal her, ja?
Dann hier zu mir. Bitte. Nehmen Sie die Taschenlampe. In die linke. Nehmen Sie das hier. Und jetzt machen Sie das Licht an. Was? Machen Sie die Lampe an! Was soll das? Machen Sie die Lampe aus! Wir brauchen keine Zuschauer! Sie waren es, Frau Mehringer. Sie haben geschossen. Agnes. Sie konnten es einfach nicht ertragen, dass Ihr Mann Sie mit Anita König betrog. Denn Sie waren fest davon überzeugt, dass Ihr Mann es war, der draußen im Wagen auf das Mädchen gewartet hat. Jeden Abend verschwand er. Und Sie wussten genau, dass er nicht zu seinem Stammtisch ging. Vorgestern Abend, da haben Sie sich in Ihren Wagen gesetzt und sind Anita nachgefahren, nachdem Sie die Pistole Ihres Mannes an sich genommen hatten. Und hier haben Sie gestanden, an dieser Stelle. Und erst als Sie die Taschenlampe anmachten, da haben Sie erkannt, dass Sie sich geirrt haben. Aber da sprang der junge Mann schon auf Sie zu und dass Sie schossen, das war ein reiner Reflex. Vielleicht. Oder Angst, erkannt zu werden. Sich lächerlich gemacht zu haben. Aus welchen Gründen auch immer. Sie haben einen Menschen umgebracht. Wo warst du? Ich habe gestern Abend noch einen Anruf bekommen. Ihr Mann hat Sie betrogen. Mit einer Kellnerin vom Hotel Strauß, die abends um 8 ihren Dienst beendet. Die hat Ihr Mann abgeholt.